Das EEP-Projekt heißt LED for Plants und es sind 5 Partner in dem Netzwerk, 2 wissenschaftliche Einrichtungen, 2 Kräuterbetriebe und 1 Zierpflanzenbetrieb. Unsere Probleme liegen hauptsächlich im Winter und im Frühjahr, wenn das Wetter eben sehr kalt ist, eine schlechte Belichtung durch die Sonne vorhanden ist, die Sonne scheint zu wenig und die Pflanzen vergeilen. Diese neue Beleuchtungstechnologie ist hauptsächlich an Gewächshäuser gerichtet, die im Innenraum kultivieren, sowohl für Zierpflanzen als auch für Kräuterbetriebe. Ziel des Projektes ist es, eine ganzheitliche Kultivierung im Gewächshaus zu ermöglichen. Im Rahmen des Projekts haben wir uns auf Kulturpflanzen spezialisiert, die durch die regionalen Betriebe entschieden wurden. In unserem Zierpflanzenbetrieb haben wir uns vor allem mit dem Edellieschen, der Buntnesse und auch dem Weihnachtsstern auseinandergesetzt. Und unser Kräuterbetrieb hat zur Auswahl von Basilikum, Thymian und Pfefferminze geführt. Und unser Arznei- und Gewürzmittelbetrieb, die Kräuterlounge Warntke, hat zur Auswahl von Kurkuma geführt. Die eingesetzte LED-Technologie kommt aus dem Land Berlin und wurde auch komplett hier hergestellt aus verschiedenen Zulieferern, die beispielsweise der LED-Hersteller aus Berlin-Köpenick kommen. In den letzten Jahren haben sich die Erkenntnisse und das Verständnis über Farbpigmente und auch die Lichtsensoren in Pflanzen deutlich ausgebaut. Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse der Betriebe, die in unserem Projekt arbeiten, haben wir uns bei den Zierpflanzenbetrieb vor allem darauf fokussiert, ein kompakteres Wachstum der Zierpflanzen zu fördern. Um eine verfrühte Blüte zu induzieren, haben wir hier infrarote Lichtspektren erhöht. Da der Fokus aber bei unseren Kräuterbetrieben vor allem auch inhaltsstofflicher Natur war, haben wir mit ultraviolettem Licht gearbeitet, um beispielsweise Inhaltsstoffe wie die ätherischen Öle in den Kräutern selbst erhöhen zu können. Die wissenschaftliche Forschung hat uns dabei geholfen, für die Pflanzen das optimale Spektrum zu erlangen. Durch die neue Technik wurden die Pflanzen eben kompakter, haben sich besser aufgebaut und haben deutlich mehr Blüten gebildet. Und außerdem konnten wir auch Pflanzenschutzmittel einsparen. Die Sonnenlicht-LEDs, die im Rahmen des LED for Plants Projekts verwendet wurden, stellen den Wellenlängenbereich von 350 bis 780 Nanometer dar. Und das wiederum ist in der Lage, das natürliche Sonnenlichtspektrum optimal nachzubilden. Durch die LED-Technologie im Vergleich zur herkömmlichen Assimilationsbeleuchtung durch Natrium-Dampflampen sind wir im Stromverbrauch deutlich niedriger, auch in der Lebensdauer deutlich länger und dies ermöglicht natürlich einen kosteneffizienteren Betrieb. Unsere Versuche haben ganz klar nachgewiesen, dass wir ein deutlich erhöhtes Wachstum, ein sehr schnelles Wachstum bezüglich einer schnelleren Entwicklung der verschiedenen Pflanzenarten schaffen können und dass auch die Qualität, die nicht sofort sichtbar ist, aber schlussendlich dann eben riechbar und auch schmeckbar ist, auch erhöht werden kann.